John und Linda haben eine perfekte Scheidung. Mrs. Michaels wird Unterhaltszahlungen an Mr. Michaels leisten. Sollte Mr. Michaels wieder heiraten, wird diese Verfügung damit aufgehoben. Der nächste Fall. Wenn Harry und Sally sich scheiden ließen... Du musst so lange für mich Unterhalt zahlen, bis ich wieder heirate. ...würde es wohl ähnlich zugehen. Ich brauche dringend eine Schauspielerin. Soll ich denn gar nichts vortragen? Nein, es handelt sich mehr um Improvisation. Soll ich etwa nackt auftreten? Wenn John wieder heiratet, muss ich ihm nichts mehr zahlen. Aber ich kenne diesen Kerl doch gar nicht. Nein, nein, Sie spielen die ganze Sache doch nur. Ich bringe Ihnen alles bei. Oh, excusez-moi. Sie müssen schnell lernen. Ich habe die Sachen mitgebracht. Wenigstens sind Sie ehrlich. Ich, George Washington, Abraham Lincoln, Verfechter der Wahrheit. Oh, zum Glück sind Sie keine Schauspielerin. Sie würden mich erschießen. Ich finde ihn nett. Ausgezeichnet. Wollen wir beide mal... Na, du weißt schon. Ich kann nicht. John ist da. Was? Raus hier! Raus auf den Gang! Verstecken Sie sich! Welch angenehme Überraschung! Ich bin Schauspielerin. Du hast alles gespielt? Hast du ihm gesagt, was du empfindest? Sag jetzt nichts, okay? Rache ist süß. Carrie Fisher, bekannt aus Harry und Sally. Du weißt doch noch so wenig von mir. Rosanna Arquette, bekannt aus Susan, verzweifelt gesucht, Die Zeit nach Mitternacht, Im Rausch der Tiefe. Die perfekte Rache. Eine witzige, spritzige Beziehungskiste, die es in sich hat.